Hallo liebe Ländle Crossfitter, schön, dass ihr wieder mit mir da sind. Ich weiß, es ist im Moment nicht immer einfach, sich zu motivieren in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo alles anders ist, wo wir wirklich aus dem Tritt gekommen sind. Umso wichtiger ist, dass wir den Faden nicht verlieren, dass wir wirklich anschauen, was ist uns wichtig, wo wir unsere Energie rein investieren. Und ich bin wieder bereit, so mit euch gemeinsam trainieren und meine Energie für euch da bereitzustellen und hoffe, ihr seid heute wieder dabei um 18.15 Uhr via live Zoom. Für das heutige Workout brauchen wir 2 Flaschen und eine Tasche. Und zwar starten wir mit 10 Clamshells. Ihr legt euch seitlich an. Schauen, dass die Knie nach vorne sind und die Füße, aber, also Schulter, Hüfte und Füße in einer Linie. Und dann geht das obere Bein öffnen und schließen. 10 Mal, dass wir wirklich in der Hüfte gut Beweglichkeit reinbringen. 10 Mal eine Seite, umdrehen, 10 Mal die andere Seite. Dann machen wir 10 Arnold Press. Wir starten mit der Handfläche zum Körper, dann rotieren wir nach außen und nach oben. Zurück und wenn wir wieder tief kommen, rotieren wir nach innen. Das ist eine super Warm-up-Übung für die Schultern. Wenn ihr auch 2 Dumbbells oder 2 Kettlebells nehmt. 10 Wiederholungen. Und dann machen wir noch 10 Cross 6 Squats. Ihr macht eine große Grätsche, geht auf ein Bein tief, eigentlich fast wie bei einer Pistole. Und beim anderen Bein kommt es sehr hoch. Wichtig ist, dass ihr da auf dem ganzen Fuß bleibt, ruhig unterbleiben, hochkommt. Andere Seite, ganzen Fuß belasten bis zur Ferse. Und wieder hochkommt. Jetzt sagst du nochmal von der Seite. Geht tief, nicht schön hinter. Ferse hoch, aufstehen. Andere Seite, ich nach hinten. Zweiter Teil, stellt euch bitte den Timer immer auf 1 Minute. Wir machen in der ersten Minute 2 Turkish Get-Ups links und 2 rechts. Und in der zweiten Minute machen wir immer Tappings. 10 Sekunden on, 10 Sekunden off oder wer ein Rudergerät hat, der kann einfach 45 Sekunden locker rudern. Okay? Für die Turkish Get-Ups stellen wir die Tasche näher zu uns. Seitlich anrollen, dann gleichzeitig das Bein aufstellen, wir strecken den Arm zur Decke, das ist ganz wichtig, dann rollen wir hoch auf den Unterarm, auf die Hand, Hüfte nach oben, vorderes Bein nach hinten durch, hoch, aufstehen. Großer Ausfallschritt nach hinten, mit der Hand schön seitlich tief, hinteres Bein nach vorne, zurückrollen, tief, Hand dazu, abstellen. In der zweiten Minute machen wir Tappings, 10 Sekunden, so schnell es geht. Und dann 10 Sekunden locker. Tappings. Und locker. So lang, bis die Uhr wieder piepst. Dann wieder 2 Turkish Get-Ups links, 2 Turkish Get-Ups rechts. Wir haben ein 14 Minuten AMRAP mit 3 Übungen, und zwar Tuck-Jumps, Ground to Overhead und Burpees. Wir starten mit 14 Wiederholungen in jeder Übung, also 14 Tuck-Jumps, 14 Ground to Overhead, 14 Burpees, dann 12, 12, 12, 10, 8, 6, 4, 2 und dann geht es wieder auf 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wenn 14 Minuten um sind, ist es vorbei. Übung Nummer 1 sind Tuck-Jumps. Wichtig bei den Tuck-Jumps, wir starten unter parallel und dann springen wir, hopp, und die Knie wirklich bis zur Brust aufziehen. Okay? Unter parallel, Knie zur Bruststufe zu. Übung Nummer 2. Haben wir Ground to Overhead, gerade Rücken, Blick nach vor. Und explosiv den Rucksack, die Tasche oder die Bumper Plate vom Boden bis über Kopf. Übung Nummer 3 sind Burpees. Brust und Hüfte auf den Boden. Hoch, springen. Tief, hoch. Juhu! Springer! Viel Spaß!